du Scheiße. Kann der durch die Tür da oben abkürzen? Fuck. Nein! Nein! Full Lounge? Lounge? Was heißt Lounge? Sag ich jedes Mal, glaube ich. Ja. Oh, 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 gut. Nimm den Schnauf, nimm den Schnauf. Nein! Den brauchen wir. F9. Den brauchen wir, das ist gut. Gibst du mir die Folge auch gleich mit? Ah, nee, oh, du musst das gerendert. Nein, nein, nicht. Ja, bitte, der sagt ja da nichts. Der sagt ja erst was, wenn es im Loading Screen kommt, zum, wenn das Spiel lädt. Ja, aber das, und dann hörst du auch, wie wieder labert. Ah, das wäre schon mal gut. This place will burn. Alter, das haben wir noch nie. This place will burn, so nennt man die Episode. In diesem Sinne. Morgen, Jungs. Und Mädels. Willkommen zu einer weiteren Episode SCP Containment Breach. Diesmal ohne Box of Horrors Mod. Mal wieder. Endlich. Seit Monaten, oder? Endlich. Box of Horror Mod. Da gibt's halt vieles zu sehen, was wir bis jetzt noch nicht kennen. Ah, back to the roots. Ich weiß noch nicht, ob wir schon alles haben. Zum Beispiel den Baum haben wir noch nicht. Weil wir dazu erst die Door Control die activaten müssen. Verstehst du? Aber das gute alte SCP Containment Breach. Mapseed, Intro, nein, und es geht los. Start. Oder was meint ihr? Schau mal, wir haben jetzt gar keinen SCP in der, im Loading Screen. Es geht um die Foundation. Ja, aber sonst sieht man da zumindest so, so ein Bild oder sowas. Ja, so ein Typ mit Hut. Jetzt würde ich da zumindest so, so einen Komplex von außen irgendwie sehen oder sowas. Verstehst du, da fehlt was. Haben die Entwickler nicht durchdacht, Alex B. Der Entwickler. Alex B. Ne, ist wirklich nur einer, oder? Der Regalis. Der macht das alles. Der Regulator. Alles. Der macht das alles allein. Ich weiß nicht, inwiefern sein Privatleben darunter leidet. Das ist Privatleben. Oh. Uh-oh. This is not very good. Ich habe mir ja neulich die alten Episoden angeschaut, da war mir immer total angespannt, wenn wir schon wussten, dass 173 in der Nähe ist. Ja, weil wir, gut, wir haben jetzt hier die 70. Episode, haben wir davor wahrscheinlich noch 10, 15 Mal gespielt, bevor wir überhaupt angefangen haben, hier aufzunehmen. Und jetzt mittlerweile sind wir natürlich abgehärtet. Ja. Das ist halt leider so. Ich glaube, wenn du da reingehst, kommt er raus, oder? Kommt er aus dem Boden? Müssen wir ausprobieren. Cool. Spaß, aber jetzt hätte es gepasst, weil wir direkt am Anfang waren. Du warst ja drin, aber ist nicht. Ja, aber ich bin ja dann doch nochmal rausgegangen. Das hat mich jetzt nicht erschrocken. Mich auf einer Skala 1 bis 10 zu 1,5. Heißt es erschreckt oder erschrocken? Das hat mich erschreckt, glaube ich. Sagt man. Erschreckt? Man kann beides sagen, würde ich sagen. Oh, das war jetzt gerade. So oh, zu sagen. Fuck! Was? Jetzt. Ist er da drin? Ja. Ja. Mit seinem Arsch. Isar. Wusstest du, dass es eine, ein Kunstwerk ist, das Vieh in der Realität? Von einem Japaner. Das wusste ich nicht. Der macht so bemalte Skulpturen und das ist eines seiner Kunstwerke. Ja. Danke, diese Information hat mein Leben jetzt ungemein bereichert. Ja. Ich hoffe, ich habe eine wichtige Kindheitserinnerung gelöst. Oh, da war wieder ein SCP. Das ist ja der Sarg, ne? Wo das auslöst. Ja. Cool. Der Coffin. Coffin, der unten. Herzmask. Ganz oben im Keller wohnt. Keller? Junge? Ach, da steht er. Ich habe schon in der Cam gesehen, dass er da steht, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob er noch da steht. Ich habe nicht gesehen und das Geräusch gehört und dachte so, what? What, what? What in the butt, habe ich gedacht. Kennt es jemand? Du kennst es, oder? Ich kenn's, leider. Leider. Gewisse Scheiß. What in the butt? Gib bei YouTube nicht ein What in the butt. Macht es nicht. Ah, jetzt machen sie es. Bestimmt, schauen sie unser Video. Hä? Gar nicht weit. Hast du auch gehört? Oder habe ich es mir eingebildet? Da war was. So. Also. Einmal den hier. Den? Nee. Obwohl. Doch. Ich habe ja, wie schon erzählt, alte Episoden angeschaut, auch neuere, ältere, wo wir Box of Horrors spielen. Wir sind einmal da rein, hatten das Buch, also diese Enzyklopädie,
dieses Nachtsichtgerät, ganz viele an den Ring. Aber was wir machen, wir tun nur die Keycard da rein, anstatt mal alles auszuprobieren. Hm. Das heißt, wir müssen nächstes Mal mit dem Box of Horror spielen, mal Nachtsichtgerät rein. Und die Enzyklopädie können wir hier auch rein tun. Die gibt es ja im Normalen auch. Weil das würde mich mal interessieren, was da passiert. Das mit der Glocke war voll enttäuschend. Das ist da nur so ein. Kam ja nur so ein Geräusch, wo wir die auf Rough gemacht haben. Echt? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Obwohl doch, kann sein, ja. Kam so ein. So ein Horror-Sound halt, aber wirklich passiert ist nichts. Shit. Vielleicht müssen wir einen anderen Wert einstellen statt Rough. So, jetzt hängen wir wieder fest, Leute. Was hast du denn wieder gemacht? Auf Verify. Das war ja wieder klar. Natürlich. Klappt doch nie. Natürlich. Nein, es hat noch nie geklappt. Doch. Seit 9.3? Ja, seit 9.3. Ja. Das spielen wir schon seit 20 Episoden ungefähr. Halt wirklich. Ne? Hast du gezählt, ja? Ich habe ja die Sachen durchgeschaut. Wie schon erzählt. Nee, die Not. Du David. David Gedder live. Schön. Ja, es hat alles seinen Sinn. Außer. Es soll heute einfach nicht sein, glaube ich. Diese Karte. Was hast du jetzt wieder gemacht? Wieder Verify? Nein, ich habe nur Fein gemacht. Das ist ja blöd. Schau. Kannst du gucken. Ich hab schon Kribbeln in der Nase. Wenn ich jetzt dich schaue, kann ich niesen. Jetzt nicht mehr. Schade. Das ist der fotische Niesreflex. Fett auf die Cam geroast. Den haben nur, ich glaube, jeder fünfte Mensch hat den bloß, oder? Irgend sowas. Der fotische Niesreflex ist, wenn du ins Licht guckst und dann niesen musst. Aber ich muss nicht niesen jedes Mal, wenn ich ins Licht oder in die Sonne gucke. Aber wenn ich einen Kribbel in der Nase habe und dann ins Licht schaue, dann kann ich dann so mit den Nieser provozieren. Könnte auch psychologisch sein. Nein, das ist der fotische Niesreflex. Ja, ja. Das ist ein Risikofaktor bei Piloten und der Luftwaffe und so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch den fotischen Niesreflex habt. Und liken. Oh, eine Level 3 immerhin. Okay, lass mal. Level 3? Level 3? Level 3. Level 3 habe ich. Level 3, okay. Und Level 12. Und die Level 12 ist dann die Omnicard. Achtung! Bin ich von da nicht gekommen? Nee, ich glaub nicht. Oh, geh da mal rein. Mach's gleich, pass auf. Alle! Kommt es immer gleich, wenn man den Raum betritt? Ja. Radio brauchen wir mal nicht, sonst ist da nichts useful drin. Dann gehen wir hier weiter. Das ist gut. Rechts. Was ist da los? 173? Da ist er drin. Sicher? Ich hab ihn gehört. Ja, ich auch. Boah, wenn jetzt wieder die Tür zu ist, ne? Das hat man ja einmal, ne? Das war böse. Ich finde, das könnte eigentlich einbauen. In der 11. Episode war das ja, glaube ich, ne? Am Anfang, da sind wir auch in so einen Raum rein. Und dann habe ich diese Tür hier zugemacht, um den anderen Schalter zu berühren. Dann ist die andere Tür aber gleichzeitig aufgegangen, weil der. Das SCP von drin wahrscheinlich die Tür aufgemacht hat, den Schalter, ne? Da sind wir voll erschrocken, weil die Tür aufgegangen ist. Das weiß ich noch. Ich finde, das könnte als Feature einbauen, oder? Dass die Tür zu bleibt. So. For fun. Wo wir dann paniken. Ja. Weil es war ja ein Bug, glaube ich, weil es so, eine Custom Map war. Pre, komm wieder rein, aber ich guck erstmal, was da noch war. Komm mal nicht. Was brauchen wir da für ein Level für die zu? 3, glaube ich, ja. Auch? Dann geht doch da rein. Ja, ich will. Holst du dir ein Ding? Ich will erstmal. Eine Erkältung? Erstmal. Glotz! Ne, da in die zwei SCP-Dinger kommen wir nur mit Level 5, glaube ich, rein. Jetzt habe ich keine Stamina mehr, Leute. Was ist da los? Ein Ventilator. Schwesterlein, was tun sie? Sag mal, überall diese Ding, diese Endrooms. Backgas. Backgas. Backgas.
Jackass. Bin dafür, dass die Räume offiziell in Backass umbenannt werden. Im Map Creator. Jetzt schauen wir mal. Es geht nicht. Doch, probier's. Es geht hundertprozentig nicht. Hundertprozentig. Wann geht es? Tja. Ja, weil der Ding ist nicht da. Wir haben es auf Video. Die NC. Meine NC. Die ist doch auf der anderen Seite. Ist doch seit 09 oder so. Ja, das war doch mal Level 4 Raum. Aha. Level 4 oder mindestens Level 4. Wieso sind die jetzt? Also das ist ja auch Blödsinn. Ja gut, aber seit die beiden zusammen in einem Raum war, wo du rein bist und dann links war das eine, rechts war das andere. Ja genau, das war. Da bist du auf jeden Fall nicht mehr in der Level 3, die hätte nicht gereicht dafür. Ja, ja. Wir müssen beim Update immer sowas ausprobieren. Ich weiß ja nicht, was der ändert. Alles schreibt er bestimmt in den... Soll den halt, was der ändert? In den Changelog? Teilweise. Naja, also... Ist ja hier wie... Aber weiß ich auch... Wie Google und so. Alles funktioniert bestens und dann wird irgendwas geändert, was dann scheiße ist. Du bist wie diese alten Leute. Früher war alles besser. Ja, was auch, ich komme mit dem neuen Kram nicht zurecht. Was früher? Sagt der mit dem Taskmanager von Windows 8 nicht zurechtkommt. Windows 8, das ist ein ganz anderes Thema. Das kann man niemandem zumuten. Das glaube ich, gehen wir jetzt an. Den machen wir gleich noch eine Level 4 Karte. Was bringt der Ring jetzt nochmal genau? Mental Shield. Also bring ihn doch aber an. Aber wir werden dadurch hier halt hier so... Ist schon sedativiert, Dingsbums. Sedated. Und das heißt im Spiel genau? Nee, dass du halt keine Ausdauer mehr hast. Dann hast du also nur noch zwei Striche Stamina oder so. Und die holt sich auch nicht mehr. I just wouldn't leave. Ja, halt, besser, du stirbst jetzt. Die Motherfucker! Ist das, was du verdient hast. Du hast es gar nicht, vielleicht ist es ein. Ein Straftäter, oder? Sonst wäre er nicht hier. So wie wir auch. Er ist nur ein Opfer der Gesellschaft. Und jetzt fang ihn. Das Nachtsichtgerät fand ich cool von Box of Horrors, wo man da alles sehen konnte. Ja. Das können wir mal in die Hauptversion reinbringen. Oh! Der Sarg hat mich zu verarscht. Jetzt komm, er kommt. Du hast gesehen, wie ich einen Schritt zurückgegangen bin. Ja, vor Schreck. Aber nur spielen, echt, weil ich davon nicht beeindruckt bin. Ja. Was du siehst, wie das wieder sediert. Ja. Sediert. Sediert. Hat jetzt so lange gebraucht, bis du drauf gekommen bist. Wie was? Hast jetzt so lange gebraucht, bis du da drauf gekommen bist. Auf was? Dass es falsch war. Level 4 so. Jetzt haben wir sie immerhin. Von links sind wir gekommen. Dann legen wir da mal hier so ein Dokument hin. Ha? That's my shit. Mein Tanz, Tan 0. Was machen wir jetzt? Den da angucken. Das wäre mal eine coole Aktion, irgendwie. Absichtlich. Diesen Untermenschen. Das ist bestimmt eine Abzweigung von Neandertaler, oder? Meinst du? Ja. Meine Theorie. Würde ich mir nicht für verbürgen. Das ist rein fiktiv. Ja, komm schon. Reicht jetzt. Wieso blitzt das eigentlich? Damit man Angst bekommt. Ja, und es geht aber nicht. Nothing happens. Oh, du hast ihn schon angeguckt. Nee. Schade. Juck. Bitte komm, schau ihn an. Das war nicht mal Absicht, oder? Shit, Junge. Mach schnell. Wird das jetzt also angeguckt? Ja, der guckt, bewegt sich doch schon, Mann. Geh raus, Junge. Bringt ja nix. Du hast das absichtlich gemacht, ne? Nein. Oh, die Glocke. Die Glocke. Das bringt jetzt nichts, da bringen wir uns jetzt um. Ja, komm, dann hol doch die Glocke, dann kriegen wir noch einen zusätzlichen Schock. Der hat doch angefangen, hat er rumgespackt? Der kommt. Die Unwissenheit ist eigentlich schlimmer, ne? Wenn du nicht weißt. Hörst du? Ja. Ach du Scheiße. Kann der durch die Tür da oben abkürzen?
fuck. Nein! Nein! Fuck. Junge, geh einfach weit. Nein! Da können wir nicht rein, oder? Level 5? What? Ja, der war doch immer. Hier geht er wieder raus oder kannst du irgendwas machen? Was machen wir jetzt? Ach du Scheiße. Du bist im Arsch, Junge. Was ist los mit ihm? Da ist noch nichts passiert. Ah, die Hände, Alter. Hast du das wohl hier als Thumbnail oder so? Wäre eine Idee, ne? Ja, was machen wir jetzt mal die Tür auf, oder? Oder was machen wir? Hast du ein Item irgendwie, was wir machen können? Den Ring, oder? Echt? Alter, fuck, da kann ich nichts machen, die Wand. Wenn du nach links gehst, also daraus eine GIF ist leicht pervers eigentlich. Alter, das ist richtig gut, mach das mal, als Thumbnail. Alter, weg. Ich glaube, wenn du weiter nach rechts gehst, dann kommt er durch. Der hängt nur an der Wand da. Das als Thumbnail. Sau geil. Wir sind SAP 096. Ja, genau. Alter. Alter. Also komm jetzt, es reicht. Ich will, dass wir sterben. Nee, ich geh schon jetzt da durch. Geh mal ein bisschen nach da, ob er dann durchkommt. Wenn du aufmachst, meinst du, er kommt hin? Stimmt, ne? Ja, Mann! Falsche Nein. Seite, Junge! Nein, geh einfach weiter! Ich hab keine Stamina. Endlich hat er es geschafft! Tja. Ja. Das war's für diese Episode. Danke fürs Zuschauen. War doch mal wieder gut, Original zu spielen. Nee, nicht viel passiert. Die Original. Ja. Version. Können wir euch da immer wieder spielen, aber. So abwechselnd. Das ist ja nichts Neues. Ja, so abwechselnd. Wir kennen ja schon alles eigentlich. Wir wollen ein Update. Alex B., release mal hier deine Version 1.0 endlich. Echt, ey. Wir wissen, dass du schon die Alpha hast. Soll übrigens ein Kurzfilm rauskommen mit echten Menschen. Ein Realfilm zu SCP, gleichzeitig mit der Version 1.0. Und ich glaube ja, dass sich deswegen die 1.0 verzögert, weil die noch den Film fertig machen müssen, dass es dann gleichzeitig rauskommt. So, gleichzeitig rauskommt. Gleichzeitig rauskommt. Gleichzeitig rauskommt. Ich kenne es so, dass zuerst das eine, dann das andere kommt, meistens. Aber gleichzeitig. Gleichzeitig ist schwer. Muss schon sehr dringend sein. Dass es gleichzeitig geht. Ja, genau. Ist der Bescheid. Hast du sonst noch eine wichtige Botschaft? Nee, eigentlich nicht. Hast du sonst was? Ach nö. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Du musst auch behindert gucken, komm.